Der FK Austria Wien steuert auf die Halbzeit der Vorbereitung auf die neue Saison zu. Trainer Thorsten Fink zeigt sich ob der ersten beiden Wochen durchaus zufrieden. Ja, wie gesagt, es ist ja noch ein paar Tage bis zum Trainingswochenende. Ich bin aber sehr zufrieden, weil die Mannschaft zieht voll mit. Sie hat eine gute Einstellung und das ist ja schon mal das Wichtigste. Auch vom Positionsspiel klappt das schon hervorragend. Trotzdem dürfen wir die ganzen Ergebnisse auch nicht überbewerten, auch wenn wir verlieren oder gewinnen. Ist wichtig, dass wir alles versuchen, was wir ja trainiert haben und dass jeder alles gibt. Und am Ende zählt ja eh nur der Trainingsstart oder der Spielstart, wenn wir die ersten Spiele haben. Und bis dahin müssen wir einfach topfit sein. Und bis jetzt bin ich da sehr, sehr zufrieden. Auch hier in Kärnten ist es natürlich hervorragend. Alle Bedingungen sind da, um ein Top-Trainingslager zu absolvieren. Na, es ist klar, dass wir uns in der Defensive einfach mehr verstärken müssen. Bei den Spielen lege ich natürlich sehr viel Wert auf Positionsspiel, also in der Offensive. Das ist auch sehr, sehr wichtig, um auch defensiv keine Probleme zu haben. Wenn man gut im Ballbesitz ist, hat man hinten keine Probleme, weil der Gegner ja auch keinen Ball hat und weil wir gut abgesichert sind, falls wir den Ball verlieren. Also das ist auch gleichzeitig immer wieder Defensive. Aber wichtig ist, dass wir hinten den Vierer-Abwehrblock ein bisschen verstärken, dass unser defensives Mittelfeld noch besser arbeitet, dass unsere Außen mehr oder besser zumachen, sodass wir hinten gut stehen, weil nach vorne haben wir eigentlich gute Qualität. In unserem Spiel verändern wir oft das System. Also wir spielen manchmal mit drei hinten, manchmal mit vier, manchmal mit zwei, gerade im Spielaufbau. Wir wechseln die drei Spieler hinten häufig aus im Spielaufbau, so dass der Gegner sich schlecht auf uns einstellen kann. Auf den Außenbahnen variieren wir das Spiel. Also es sind immer mehrere Spielsysteme in unserem System. Wir bleiben unserer Ausstrahlung treu. Das heißt, wir wollen im Ballbesitz bleiben, wir wollen den Gegner hochpressen und alles einfach verfeinern. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Den Charakter haben wir geformt. Wir müssen die neuen Spieler integrieren, wenn sie denn jetzt auch kommen. Das wird natürlich auch ein wichtiger Teil sein, die Jungen integrieren in das System, in die Einstellung zu dem Ganzen. Dass wir jeden Gegner beherrschen können, dass wir in die Europa League einziehen können, dass wir auch Chancen haben, wenn Salzburg schwächelt, auch Erster zu werden. Das ist natürlich eine Außenseiterchance, aber trotzdem sollten wir das Ziel haben und wenn wir unter die ersten drei kommen, haben wir trotzdem unsere Saisonziele erreicht. Aber wir sollten schon versuchen, auch anzugreifen. Man merkt jetzt auch so während den Trainingseinheiten, dass du mit sehr vielen Spielern Gespräche auch immer wieder führst. Also egal, ob das Spieler waren, die im letzten Jahr mehr gespielt haben oder vielleicht auch erst neu dazugekommen sind, geht es da um genau solche Dinge, dass man sowas vermitteln kann? Ja, man muss natürlich auch immer wieder den Konkurrenzkampf anheizen. Es sind neue Reizpunkte da, auch mit Dominik Prokop, jemand, der auch das Zeug hat, von Anfang an zu spielen, oder einen anderen Spieler, der sich vielleicht in diesem Jahr einfach durchsetzt, vielleicht Friesenbichler, der hoffe ich dann auch bleibt, oder jungen Spielern auch Hoffnung zu machen, dass er vielleicht mehr Einsätze kriegt. Also es ist schon viel zu reden, immer wieder die Spieler, die gut gespielt haben, auch darauf hinzuweisen, dass sie noch mehr Gas geben müssen, dass sie noch besser werden müssen, denn Stillstand bedeutet immer Rückschritt. Und da wollen wir hinkommen. Und da gilt natürlich immer, dass man mit den Spielern viel auch redet.